Unsere Schiffe aus der letzten Mission haben es tatsächlich geschafft, irgendwie in See zu stechen. Fragt mich nicht wie, aber ich glaube, es gab mal eine Wiki-Folge darüber. Jedenfalls sind wir nun in einem neuen Gebiet, welches wir erobern sollen. Theoretisch haben wir eine freie Auswahl an Inseln, die wir besiedeln können. Bei meinem Run habe ich diese hier gewählt, nachdem ich gemerkt habe, dass die Insel in der nordöstlichen Ecke der Karte zwei Gebirge, aber keinerlei Bodenschätze besitzt. Der ideale Kandidat ist allerdings diese Insel, da sie mit weitem Abstand die großzügigsten Startvorgaben besitzt und alle Rohstoffe hat, die wir benötigen. Diese Karte hat eigentlich keine echten Herausforderungen. Dieser Römerstützpunkt muss zwar zerstört werden, stellt aber nie eine Gefahr dar. Ansonsten gibt es nur ein paar römische Wachen, die ihr besiegen müsst, damit eure Pioniere ihre Arbeit erledigen können. Normalerweise wäre mit der Zerstörung des Stützpunkts die Mission vorbei, aber leider kommt hier der nervige Teil der Mission ins Spiel. Das Missionsziel sieht nämlich vor, dass ihr die gesamte Karte erobert und damit sind wirklich 99% der Landmasse gemeint, bevor ihr die Siegmeldung bekommt. Bereitet euch also darauf vor, jede der vielen kleinen Inseln mit euren Pionieren abzuklappern und achtet darauf, auch das Gebiet um Schnee und Sümpfe korrekt einzunehmen. Die nicht begehbaren Teile werden automatisch eurem Gebiet hinzugefügt, sobald alle angrenzenden Felder erobert wurden. Oder ihr benutzt einfach nach dem Sieg über die Römer den Windcheat und spart euch die sinnlose Frickelei mit den Pionieren. Das kommt letztendlich aufs Gleiche hinaus. Es ist nicht so, als könnte man auf dieser Karte verlieren.